Adjektiv rein. Wie sieht es da aus mit den Kommas? Ich weiß, dass sich da viele immer durcheinander bringen lassen und nicht so sicher sind, wie sie jetzt Adjektive aufzählen, also Reihen von Adjektive bilden können, ob da jetzt ein Komma reinkommt oder nicht. Man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen, wenn die Adjektive nicht gleichrangig sind, dann kommt kein Komma. So einfach ist das, wenn ich jetzt ein Beispiel habe, die allgemeine wirtschaftliche Lage als Beispiel. Wie finde ich jetzt raus, ob diese beiden Adjektive allgemein und wirtschaftlich gleichrangig sind oder nicht? Also muss ich ein Komma setzen oder nicht? Und da gibt es einen Ersetzungstest, nennt sich das. Und diesen Ersetzungstest, der geht wie folgt. Kann ich ein und zwischen die beiden Adjektive, also hier rein, kann ich da ein und einfügen oder nicht? Wenn das und da reinpasst, sind sie gleichrangig. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Das heißt, dann wird auch ein Komma gesetzt. Ich mache mal das Beispiel hier ein bisschen deutlicher. Ersetzungstest und. Die allgemeine und wirtschaftliche Lage. Passt das und da rein? Nein. Weil die Lage nicht allgemein ist und nicht wirtschaftlich. Es ist also nicht gleichrangig, weil ich kein und einfügen kann. Und deswegen kein Komma. Nochmal, um das deutlich zu machen. Wenn die Sätze nicht gleich, also wenn die Adjektive, meine ich, nicht gleichrangig sind, setze ich kein Komma. Wenn ich aber jetzt sagen könnte, die allgemeine und wirtschaftliche Lage, dann würden die beiden Adjektive gleichrangig sein und dann müsste da ein Komma zwischen. Wenn die nicht gleichrangig sind, wenn ich kein und reinsetzen kann, kommt da kein Komma. Das ist ein guter Test, um festzustellen, ob ich jetzt ein Komma setzen muss oder nicht. Ergo sind die beiden Adjektive gleichrangig oder nicht. Wenn das und reingeht, gleichrangig, also Komma. Man kann aber auch dadurch, ob man jetzt ein Komma setzt oder nicht, kann man die Adjektive auch ein bisschen manipulieren und das so ein bisschen steuern, ob ich die jetzt als gleichrangig verstanden haben möchte oder nicht. Also ich bin ja als Autor, jemand, der den Text schreibt, dafür verantwortlich, wie was rüberkommt, wie was verstanden wird. Wenn ich jetzt das Beispiel habe, beim Backen werden neue, leckere Zutaten verwendet. Beispiel. Wenn ich hier das Komma setze, wie ich es hier gemacht habe, ich kann es natürlich auch weglassen, beim Backen werden neue, leckere Zutaten verwendet, habe ich folgende, also ich mache mal hier die folgende Version mit Komma, ist die Version 1. Das bedeutet dann, dass die beiden Adjektive, neu und lecker, sich beide auf die Zutaten verwenden, auf die Zutaten beziehen. Also wenn ich das mal mit Pfeilen machen würde, neue, leckere beziehen sich auf die Zutaten. Also haben die beide den gleichen Rang. Und man kann es dann auch anders ausdrücken. Beim Backen werden Zutaten angewandt, die neu und lecker sind. Man kann es also umstellen, ja? Bei der zweiten Form, also dann ohne Komma, ich hoffe, ich mache es nicht zu kompliziert für euch, wenn ich hier das Komma jetzt also wegnehme, beim Backen werden neue leckere Zutaten verwendet, dann bezieht sich das erste Adjektiv auf das zweite Adjektiv.
Also kann man Satz 2 sagen, beim Backen werden neue Zutaten verwendet, die lecker sind. So kann man das dann also umstellen. Da kommt dann also kein Komma hin, weil sie nicht gleichrangig sind, weil sie sich also, weil das erste sich auf das zweite bezieht. So kann man das ungefähr zusammenfassen. Man kann also auch den inhaltlichen Unterschied markieren, indem ich ein Komma setze oder kein Komma setze. Ich als Autor, als Verfasser des Textes habe darüber die Macht. Ich mache da nochmal zwei Beispiele zu, inwieweit es wichtig ist, ein Komma zu setzen und wo der Unterschied dann liegt. Möchtest du heute den blauen neuen Rock tragen? Wenn ich da jetzt also kein Komma setze, dann habe ich zwei Röcke und einer davon ist blau. Ja? Wenn ich jetzt aber ein Komma setze, möchtest du heute den blauen, neuen Rock tragen, dann habe ich, ich mache mal hier den Pfeil von einem Komma weg, dann habe ich viele Röcke, von denen einer blau und neu ist. Also ich hoffe, ihr habt das. Also möchtest du heute den blauen neuen Rock tragen? Ich habe zwei Röcke und einer davon ist blau. Oder aber mit Komma, ich möchtest du heute den blauen neuen Rock tragen? Ich habe viele Röcke, aber davon ist einer blau und neu. Das